So, es geht weiter hier bei Let's Play Hitman Absolution. Nächste Mission wartet. Mir ist scheißegal, wer oder was er ist und wie er dieses Problem lösen will. Aber es muss gelöst werden. Sir, wir haben ihn. Birdie hatte recht, er ist in Hope, South Dakota. Und Victoria? Sie ist nicht bei ihm. Okay, macht mal die Ohren auf. Ich gebe grünes Licht für die Operation. Ich will 47 Schädel auf einem Silbertablett serviert. Sir, denken Sie nicht, wir sollten uns zuerst darum kümmern, das Mädchen zurückzuholen? Nein, Jade. Zuerst wird der neutralisiert, der diese Lage zu verantworten hat. Er wird wissen, wo sie ist, glaub mir. Kriegen wir 47, kriegen wir auch das Mädchen. Wir dürfen auf keinen Fall versagen! Schicken Sie die... die Saints. Dir von seinem Plan erzählt? Wir schnappen Dexter die Kleine vor der Nase weg und verkaufen sie selbst. Hey, Tyler ist sogar schon mit der Konkurrenz in Kontakt. Wir reden hier über einen sechsstelligen Betrag. Verdammt! Mr. Dexter ist niemand, mit dem man sich anlegen sollte. So sieht's aus. Mission! Lenny Dexter, das schwarze Schaf. Er hat sich das Mädchen gegriffen, damit sein Vater ihn bewundert. Von allen Feinden ist er das schwächste Glied. Ihn zum Reden zu bringen, ist kein Problem. Aber erst muss ich mich um seine Pumas kümmern. Wenn ich mir Lenny greife, werden sie sich mit Sicherheit einmischen. Außerdem wissen sie zu viel. Genau, also seine Crew erledigen und dann ihn schnappen. Ist unser Ziel in dieser Mission. Gehen wir zuerst hier rein. Oder besser, gucken wir mal, wo ist er? Unser erstes Ziel steht da hinten. Ihm gehört dieses Geschäft. So, gucken wir mal, was sie zu sagen haben. Echt schade, dass du den Laden schließen musst, Tyler. Er ist Teil der Stadt. Kannst du nicht mit Lenny reden? Vielleicht legt er ja bei seinem Dad ein gutes Wort für dich ein. Ich soll mir Geld borgen von Dexter? Machst du Witze? Ich bin doch nicht verrückt. Mach dir keine Sorgen, Lucy. Die Jungs und ich, wir haben was vor. Was Großes. Sag's nicht weiter, aber ich bin hier bald raus. Und diesmal endgültig. Ich gehe nach, keine Ahnung, von den Möwen Kalifornien vielleicht. Hey, mal ehrlich, du könntest doch mitkommen. Also, du
weißt schon, wenn du willst. Kalifornien? Mit dir? Ja, ja. Ich meine, weißt du, ich kann immer eine gute Kellnerin brauchen. Okay? Überleg's dir einfach, ja? Und sag keinem was. So, okay. Machen wir mal das Radio hier an, als Ablenkung. Nein, nein. Nein, nein. Das ist nicht der Preis, auf den wir uns geeinigt hatten. Das mache ich nicht mit. Es ist mir egal, dass Sie der neue Boss sind. Das Mädchen, die kleine Schlampe, ist jeden... Nein. So, Schluss mit dir. So, Tyler hätten wir. So, da brauchen wir nicht extra. Wir haben schließlich unsere Ballers wieder. Hier können wir uns noch C4 mitnehmen. Hey, warum nicht? Die Leute haben sich hier auf jeden Fall ordentlich eingedeckt. Hätten wir noch einen Sniper jetzt hier, könnten wir eine unserer Zielpersonen ideal ausschalten. Aber nun gut, man kann nicht alles haben. Moment, ich brauche eine Flasche von hier. Geräusch. Hast du das gehört? Sieh mal nach. So, gut. Wären wir hier draußen? Und wo haben wir unsere Zielperson? Dort hinten, okay. Okay. Wir sind gut in der Zeit, wie ich selber finde. Schnell hier. Speicherpunkt mitnehmen. Danke. Okay, wir gehen hier lang. Jetzt hier entlang. So. So, hier kann ich schon mal ein nächstes Ablenkungsobjekt sicherstellen. Und unsere zweite Zielperson ist auf dem Weg zu uns. Wer es ein bisschen actionreicher mag, die Version habe ich noch nicht ausprobiert, habe ich aber auf einer E3 Preview-Version gesehen. Oder irgendwann eine Preview-Version. Werf den Gegner vom Balkon runter und zünd eine Bombe, sodass die Autos hochgehen, nachdem du die Mine, nachdem du die Benzinleitung dort angezapft hast. Aber eine coole Version, sodass mehr Cops angelockt werden. Okay. Allerdings, denke ich mal, kein Silent wird. Ist die Zentrale. Gavin steht Schmiere und fährt. Mason und ich machen die Drecksarbeit. Und du besorgst... So. Und Ziel Nummer 2 eingesagt. So. Leider konnten wir von denen nicht die Klamotten nehmen, aber gut. Ist jetzt nicht weiter schlimm. Mal kurz. Kommt da einer? Nee, sehr schön.
Okay. Einfach schnell rum. Okay. Das war haarscharf. Okay, geht der am... Ja, der geht basteln. So, wir gehen wieder hier hinten rum. Und somit wieder zu unserem Ausgang. So. Gucken wir mal kurz. Der ist da hinten, okay. Und somit können wir uns um die dritte Zielperson kümmern. Das heißt also, was ich meinte, werft den Körper runter von dem, von unserer eben eliminierten Zielperson. Zuvor macht da, bevor du eine Bombe da bei der Tankstation, bevor du die Bombe von der Tankstation da zündest, interagier noch mit ihr zuvor und lass es krachen. Um uns hier besser fortzubewegen, logischerweise. So, also es gibt insgesamt drei Möglichkeiten. Unsere dritte Zielperson ums Eck zu bekommen. Entweder da wo die Wache stand, rüberschubsen, diese Methode, die ich jetzt benutze, oder die klassische Zerquetschung. So, ich organisiere mir zuvor noch eine neue Verkleidung. Wieso informiert mich der Sheriff eigentlich nie, dass wir neue Leute kriegen? Naja, willkommen im Team. Genau, Unfälle kommen vor. Wir gehen jetzt erstmal hier... Ne, kann ich gar nicht. Okay, dann nehmen hier lang. Schockierend. Warten jetzt mal auf eine alarmierte Wache. Die da nämlich. Aus dem Grund, da ich um zum nächsten Bereich zu kommen, den Mechanikeranzug sinnvoller finde. Ruhig, Flash. Ganz ruhig. Ruhig, Kleiner. Okay. Da habe ich wohl daneben geworfen, wie es scheint. Werden die Wache auf jeden Fall trotzdem los. Der ist daneben gegangen. Ach so. Das kann natürlich sein. So, okay. Ich wähle wieder den Kanister. Und wir gehen jetzt hier weiter. Der erkennt uns nicht.
Okay, denn nicht. Komm. Komm. Solange der beschäftigt ist. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So. Dann gehen wir mal wieder weiter ans Werk. Zwei seiner Crewmitglieder plus Lenny müssen noch dran glauben. Lenny nicht. Noch nicht. Viel mehr. Um den Grillmeister kümmern wir uns jetzt nämlich. Ich muss kurz überlegen, die zweite Person, wie ging die, wer war das, ach die, ach so, okay. So. Zweite Möglichkeit ist die Barbecue-Soße mit Feuerpaste oder was es war. Irgendetwas Explosiven umzutauschen. So, wir gehen auf jeden Fall hier hin. Unglaublich, was die Leute alles tun, um ins Fernsehen zu kommen. Ja, das ist armselig. Weißt du, was wir machen sollten? Nicht mehr einschalten. Wir gehen einfach. Wo ist Lenny? Lenny ist da unten in Blau. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall die universale Verkleidung in dieser Mission holen. Und das ist das Friseur-Outfit. Weil es nur einen gibt, brauche ich mir auch keine Gedanken mehr, um meine Tarnung zu machen. Hey, hey, Finger weg von der Pizza, die ist nur für Lenny, hey, siehst du schon. Alla Chicago. Hör dir was? Komm her, alles komm klar. Her. Ja, du bist gemeint. Okay, das war ein bisschen spät. Okay, legen wir los. Ja, okay, dann geh mal. Ich werde derweil auf deinen Kollegen warten. Okay, der wird gleich seinen Tod bekommen mit einem vielleicht viel mehr einen elektrischen Tod. Sehr schön. Mason ist vorne. Hey, Arschloch. Hättest du aufgemacht? Schlechtes Kameramann. Schlechtes Kameramann. So. Es fehlt nur noch Lenny, den wir mitnehmen müssen. Sie sind nicht gerade gesprächig, was? Sie kennen Ihren Platz. Das mag ich an Friseuren. Okay, wenn du meinst. Sie sind nicht gerade gesprächig, was? Sie kennen Ihren Platz. Das mag ich an Friseuren. Silent Assassin. Also ich persönlich mag die Mission. Ich hab sie schon bei der Vorstellung von den Entwicklern geil gefunden. Also ist awesome einfach nur. So. Wir machen auf jeden Fall weiter. Allerdings erst das nächste Mal hier bei Let's Play Hitman Absolution. Also bis dann und ciao.